Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Bloons Tower Defense 6 mit mir, dem Fred. Und nicht wundern, ich habe das jetzt hier am iPhone aufgenommen. Ich habe das also per Handy aufgenommen. Ich habe eben eine Runde gespielt. Die Aufnahme ging insgesamt, glaube ich, also die Spieldauer ging, glaube ich, insgesamt so eine Stunde 20 Minuten. Habe jetzt allerdings mal das Beste so ein bisschen zusammengeschnitten. Ihr seht es schon, bin in Runde 98, in Runde 100 erwartet uns ein neuer Mob. Und ich habe ziemlich viele Banken gebaut. Ich habe ein paar Super Monkeys gebaut, habe Bombenwerfer gebaut, natürlich ist unser feiner Freund der Bogenschütze dabei, also ich glaube, war das nicht Quincy? Ich glaube Quincy hieß er, ne? Und wir wollen gleich mal gucken, wie sieht denn der neue Mob aus. Es wird auch später einfach noch so eskalieren. Wir wollen noch den Super Monkey auf der untersten Stufe bis ganz zum Ende upgraden. Jetzt hat der Held auch die maximale Stufe erreicht. Die Bananenplantage habe ich, glaube ich, sogar auch noch auf die maximale Stufe gepackt. Also, es ist einfach nur richtig übel. Also, diese Runde, am Ende eskaliert es einfach immer komplett. Und wir gucken uns den neuen Mob gleich auf jeden Fall mal an. Schön die Banken geleert und, ja, wir wollen mal sehen. Alter Schwede, die Schwarzen sind übel. Auf dem mittleren Zweig, da kriegt man die eigentlich ganz gut kaputt, die schwarzen Mobs. Das geht. Ja, auch wenn ich gerade noch ein paar Leben verloren habe, keine Sorge, kein Zweifel nämlich. Das ist das Big Airship of Doom. Es ist groß, langsam und unglaublich schwer. Ja, kaputt zu kriegen war es, glaube ich, der Titel. Also, das Ding ist echt übel. Guckt es euch an. Das ist nur der. Ich hau da drauf, was geht eigentlich. Aber es ist ziemlich schwierig. Aber gut, haben sie ja auch gesagt, es ist schwer kaputt zu kriegen. Alter Schwede. Ich habe so viele Super Monkeys. Dann noch Minenwerfer. Bombendinger, also alles Mögliche, was man eigentlich haben kann. Oh, die Schwarzen, die gehen sogar noch. Da kommt der Zonks noch raus aus dem Großen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich weiß nicht, einige von euch hatten es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich habe es ja selber jetzt gerade zum ersten Mal in Action gesehen. Glückwunsch zur Runde 100. Wir machen auf jeden Fall immer mal wieder einen Cut, damit ich euch zeigen kann, wie weit es denn im Endeffekt geht. Oder wie weit ich denn im Endeffekt gekommen bin. Hier, also, kann allerdings versprechen, es sind noch einige Runden, die uns erwarten. Also, ich habe jetzt erstmal angefangen, so ein paar U-Boote noch dahin zu setzen. Wäre ja im Grunde blöd, wenn ich den Platz nicht nutzen würde. Also, es ist unglaublich. Ja, natürlich Top-Spionage muss man immer machen. Das ist immer wichtig. Ballistische Rakete nehme ich meistens auch noch beim U-Boot. Hat sich bewährt. Ah, ja, ja, gleich noch der Super Monkey, mittlere Stufe, unterste Stufe, das letzte Upgrade. Das Ding ist so episch, aber werden wir gleich auch noch sehen. Ich gehe jetzt auch mal weiter. Wir sind jetzt schon in Runde 111. Da sind noch zwei Super Monkeys dazugekommen. Ich werde am Ende auch noch alles abreißen. Und dann werden wir mal sehen, ob das nicht noch mir zum Verhängnis wird, wenn einfach alles weg ist. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir sind ja gerade mal in Runde 111. Also ein paar Bumerang-Fken noch dahin gesetzt. Ist natürlich auch immer gut, wenn du im freien Spiel bist. Und am Ende hast du noch ein bisschen Platz übrig, ein bisschen Geld übrig. Kannst du immer noch was setzen, um halt ein bisschen XP noch zu sammeln bei denen. Weil wir sehen das nämlich, ja, da fehlt noch was. Da fehlt noch XP, weil ich die so... Ja, es gibt halt manche Türme, die benutzt du einfach nicht so oft. Bei mir sind das definitiv die Bumerang-Affen. Ich weiß, sie sind gut, aber ich benutze sie einfach selten. Ich habe meistens so meine paar Türmkes, die ich immer benutze, gehören vielleicht die Bumerang-Affen nicht immer zu, aber okay. Runde 112. Die Schwarzen sind echt geil. Wie schnell die einfach nur sind. Und vor allem durch den Helikopter kriege ich Leben dazu. Bedeutet, ich habe jetzt schon 493. Allerdings bei 1000 ist Schluss. Bei 1000 war Schluss. Ich werde es später noch sehen. Bei 1000 habe ich kein weiteres Leben dazu bekommen. Die Strecke ist schon übel. Ist natürlich auf leicht. Ich habe es natürlich auf leicht gestellt. Weil wenn ich echt versuche, so weit wie möglich zu kommen und ich spiele dann auch noch auf schwer. Auf schwer ist es ja sowieso schon extrem hart, überhaupt die Strecke zu schaffen. Und dann auch noch hier bis Runde 100.000 vorzudringen. Naja, die Banken sind ganz gut. Denn ich habe den Bananenbauern, den Plantagenbauer habe ich noch nicht geupgradet mit dem Affenwissen. Von daher fehlt mir da leider noch die größere Reichweite. Das ist das Problem. Deswegen habe ich halt erst die Banken gemacht. Fand ich jetzt an dieser Stelle einfach, ja, fand ich sinnvoller, erst die Banken zu machen und dann irgendwann noch den Affenbauer noch hochzuziehen. Und dann kann ich auch wieder die normalen Plantagen ein bisschen mehr benutzen. Weil so ist der teilweise doch schon, der Affenbauer doch, also er ist schwächer auf jeden Fall als bei BTD5. Vom Radius her. Klar, du kannst ihn ja noch upgraden. Aber trotzdem. Oh, die sind auch übel, die Ballons. Uiuiui. Und gleich, Leute. 134. Oh, da ist er nämlich schon wieder.
Da ist er nämlich schon wieder, unser feiner lila Freund. Und der ist einfach... Ihr seht, das alles geht kaputt auf dem Bildschirm. Und der Lilane, obwohl ich viele Türme auf stärkster gestellt habe, der Lilane hat nicht mal einen Kratzer. Der Lilane hat keinen einzigen Kratzer. Jetzt hat er den ersten. Jetzt hat er die erste Wunde. Aber ansonsten ist er noch echt richtig, richtig gut dabei. Die anderen, die fallen einfach. Die fallen einfach um wie sonst nicht was. Und gleich machen wir Legende der Nacht. Gleich kommt das ultimative Upgrade. Aber okay, allerdings unterste Stufe. Oberste Stufe will ich auch noch haben. Aber das wird dann alles noch kommen. Kannst du nicht alles auf einmal upgraden. Und kriegen wir ihn kaputt oder kriegen wir ihn nicht kaputt? Ist die Folge gleich schon vorbei oder nicht? Das ist die Frage. Die Songs unten, die wirken so richtig, ja, so richtig klein dagegen. Ja, ich weiß, im Nachhinein habe ich die Kiste da oben nicht mitgenommen, aber auf meinem Handy teilweise, wenn ich auf die, wenn ich die Kiste habe abwerfen lassen, ich habe sie teilweise nicht gefunden. Es war so viel Chaos auf dem Bildschirm, ich habe die Kiste teilweise gar nicht mehr gefunden. Und dann, was wollte ich noch sagen? 1000 Leben, ihr seht oben, 1000 Leben Maximum, da kam dann leider nichts mehr dabei, aber ist egal. Super Monkey Fanclub habe ich noch dran. Der ist auch sehr gut. Auch gegen die schwarzen Mobs ist der auch richtig stark, auf jeden Fall. Der Super Monkey Fanclub. Ah, ein paar Leben verloren. Aber wir sparen ja gerade auch auf die oberste Stufe von des Super Monkeys und das Zweig. Ich glaube, wir haben es jetzt gleich fertig. Ja, erst einmal freischalten. Legende der Nacht. Wir wenden uns an ihn, wenn alle Hoffnung verloren ist. Ich dachte 72.000. Okay, 170.000. Also sind wieder ein paar Runden vergangen. Und jetzt haben wir 169.000. Jetzt ist er fertig. Er sieht so episch aus. So im Batman-Style, ne? So im Batman-Style und er ist einfach nur... Er sieht nicht nur stylisch aus, er ist auch natürlich richtig stark. Na gut, klar, es ist die oberste Stufe. Es ist die oberste Stufe. Bei der Kanone habe ich die oberste Stufe schon. Bananenplantage kommt auch noch später, die oberste Stufe. Ich glaube sogar von dem obersten Zweig, oder oberster Zweig, letzte Stufe des Upgrades. Stufe 5 Upgrade. Ja, Legende der Nacht geht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Da sehen wir nämlich, die kommen, dadurch, dass ich die eine Kanone auf oberster Stufe habe, die kommen fast nicht vorwärts. Die Mobs kommen fast nicht vorwärts. Richtig episch. Das ist, glaube ich, oberster. Oberster Upgrade-Zweig, fünfte Stufe ist das. Richtig übel. Oder ist das die. Nee, die mittlere kann es nicht sein, das ist der Mob. Unterste, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war die oberste. Sie machen sie echt gut kaputt. Wir sind schon in Runde 137. Wir sind schon in Runde 137. Wird noch mal der lila Mob noch mal kommen? Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall 1000 Leben Maximum. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Sie hätten es ruhig noch ein bisschen erweitern können. Das ist blöd. Hätte ich gedacht, man könnte noch ein bisschen weitermachen als 1000 Leben, weil irgendwann bringt es ja dann gar nichts mehr. Vor allem, wenn dann irgendwer einer durchgeht von den Mobs, dann sind die 1000 Leben so schnell weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. Von daher weiß ich nicht, ob das im Endeffekt mit diesen Lieferungen so schlau ist. Das abzugraden, das ist halt die Frage. Wir sind jetzt auch ganz gut dabei. Hab jetzt, irgendwann musst du aufpassen, du hast so viele Fähigkeiten unten. Ich weiß, ich könnte noch ein paar wieder zünden, ein paar von den Fähigkeiten, aber du musst halt merken, welche Fähigkeit ist wofür und wann zündest du halt welche Fähigkeit am ehesten. Die beiden rechts sind natürlich ganz klar vom Held, dann links sehen wir zum Beispiel noch den Super Monkey Fanclub, daneben das mit den Bananen ist vom Druiden. Dann kommt der Hubschrauber, dann kommt der auch nochmal Hubschrauber mit der Kiste und dann das in der Mitte ist von meinem Affendorf 16.000. 16.000 Gold. Ich hatte gerade mal geguckt beim Bombenturm, beziehungsweise ich synchronisiere das ja hier nach. Also das habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang erwähnt habe, aber ich meine, muss ja. Ist ja eigentlich logisch. Und da ist das hier immer gut, wenn man den Super Monkey Fanclub hat. Und ich habe jetzt mal ein bisschen noch vorgespult. Ich habe ziemlich viel verkauft und wir wollen es jetzt mal auf die Spitze treiben. Hab nochmal den Tempel gebaut. Aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es wird jetzt schwierig werden. Nur hiermit wird es jetzt schwierig werden für die Äffchen. Ich habe da auch nochmal einen hingesetzt. Können wir auch nochmal upgraden. Aber naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Also solche Folgen kann man mal ab und zu mal machen, aber darf man natürlich auch nicht zu oft machen, weil es ist halt, irgendwann wiederholt es sich natürlich auch alles, aber
eigentlich manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn du wirklich so weit gehst, wie du nur gehen kannst, aber beziehungsweise am Ende, sonst wäre die Aufnahme ja noch eine Stunde gegangen. Dann habe ich dann gedacht, komm, verkaufst jetzt alles und ihr werdet jetzt sehen, was passiert. Es neigt sich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, so langsam im Ende. Guck dich mal die Anzahl an. Die Anzahl an Songs. Einfach nur die pure Anzahl. Das sind, ich kann sie gar nicht zählen. Also wenn ich sie jetzt zählen würde, es kommen ja immer wieder neue nach, dann überschneiden sie sich. Also es ist, alleine die schon zu zählen. Ja, da haben wir den Sonnentempel nochmal gebaut. Ich habe jetzt eigentlich einige Sonnentempel, aber ihr seht es schon. Die kommen viel zu weit durch. Die kommen einfach viel zu weit durch. Auch wenn ich die ganzen Tempel habe. Es ist nicht machbar. So zumindest nicht. Ich hätte es natürlich so lassen können, wie es war. Aber wie gesagt, sind wir irgendwann bei Runde 80, 100 Millionen. Können wir, wie gesagt, gerne irgendwann anders nochmal machen. Aber ich wollte eigentlich nur in Runde 100 mal zeigen, wie sieht denn dieser Mob aus. Und? Sind wir tot? Immer noch nicht. Ich dachte eigentlich, der eine wäre schon durchgeflutscht. Sind wir schon tot oder sind wir noch nicht tot? Ich dachte echt, der eine wäre durchgeflutscht. Aber gleich ist es soweit. Gleich. Jetzt. Ja. Runde 149 ist das Ende dieser Episode und auch das Ende meiner Bloons-Runde. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten, schreibt einen Kommentar für mehr Bloons, aber auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal und was wollte ich noch sagen? Schreibt mir mal in die Kommentare, was war eure meiste Runde? Habt ihr den lilanen Mob schon gesehen? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.